Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Faktor Personal in Krankenhaus und Altenpflege. Die Personalarbeit im Gesundheitswesen ändert sich rasant. Daher müssen sich nicht nur Personaler, sondern vor allem auch Führungskräfte und die Geschäftsleitung intensiv damit befassen. Genau dabei unterstützt dich Dr. Lars Holdorf mit diesem Podcast. Seine Mission ist, dass du im Konkurrenzkampf um Mitarbeiter und Talente erfolgreich bleibst oder wirst. Hallo und willkommen, hier ist Lars Holdorf. In dieser Folge bekommst du Experteneinblicke in aktuelle Fragen zu Führung, Strategie und wichtigen Zukunftsthemen für die oberste Führungsebene von Krankenhäusern und Pflegeunternehmen. Dazu begrüße ich als Interviewgast Ludger Dabrock. Hallo Ludger. Hallo Lars. Ich stelle dich den Hörern zunächst einmal kurz vor. Ludger Dabrock studierte Theologie, Philosophie und Pädagogik und begann seine Berufslaufbahn bei einem Krankenhausverbund in der Unternehmenskommunikation. Er sammelte daraufhin viele Jahre Führungserfahrung in Kliniken und Pflegeunternehmen und stand dann für 20 Jahre auf der ersten Führungsebene bei einem Komplexträger in Verantwortung. Danach wechselte er die Seiten und unterstützt seitdem Gesundheitsunternehmen mit strategischer Beratung sowie Führungscoaching. Dabei beschäftigt sich Ludger Dabrock vornehmlich mit folgenden Themen: strategische Positionierung, Führung, Change und Konfliktlösung. Klingt also spannend. Okay, Ludger, dann lass uns mal starten. Ja, gerne, Lars. Meine erste Frage an dich: Was macht denn gute Führung in Krankenhäusern und Pflegeunternehmen überhaupt aus? Und was machen Unternehmen mit guter Führung besser als solche mit weniger guter Führung? Na, zunächst einmal ist jede Klinik oder jedes Pflegeunternehmen ein Unternehmen wie jedes andere auch. Mhm. Und jede Klinik und jedes Pflegeunternehmen ist immer auch ein Spiegel seiner Führungspersönlichkeiten. Und wenn eine Klinik gut läuft oder ein Pflegeunternehmen gut läuft, ist das immer auch das Verdienst einer guten Führung, einer guten Positionierung, also sachgerechten Angeboten, bedarfsgerechten Angeboten und notwendigen Angeboten im Klinikmarkt oder im Pflegemarkt. Und was gute Führung ja erzeugt: richtige Entscheidungen, gute Ergebnisse und eine gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, damit diese ihren wichtigen Job an der entsprechenden Stelle, wo sie eingesetzt sind, dann auch machen können. Und das machen gute Unternehmen im Gesundheitssektor besser als solche, die Defizite auf der Führungsebene haben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man das sagen kann, ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Kann man also auf zwei, drei Merkmale, oder beobachtest du zwei, drei Merkmale, wo du sagst, das sind Indizien für gute Führung? Oder ist es primär, die richtige Entscheidung zu treffen? Ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen umfangreicher, oder? Der Anspruch an gute Führung. Naja, zunächst mal müssen wir sehen, dass wir uns im Gesundheitssektor sowohl was den Klinikbereich angeht, da noch stärker, aber auch im Pflegebereich in einem sehr hochregulativen Bereich bewegen, der politisch sehr beeinflusst ist, in einer föderalen Struktur natürlich, insbesondere für die Träger, die über Bundesländergrenzen hinweg tätig sind und in verschiedenen Sektoren sind, also tätig sind, also ambulant, teilstationär und stationär. Hochkomplex und von der Führung nicht einfach. Das ist das eine. Das zweite ist, Bedarfe verändern sich. Der Bedarf, den ich heute in einem Sektor als hochrelevant erkenne, kann sich verändern, weil sich die Refinanzierung für die Leistung verändert hat. Und insofern ist es die Herausforderung von Führung, immer das Angebot entsprechend dann auch bedarfsgerecht zu gestalten. Und das Problem häufig ist, dass ich im Gesundheitswesen die entsprechenden Fachexperten brauche in den unterschiedlichen Berufsgruppen. Und der Markt dieser Fachexperten, sowohl im Pflegebereich, aber auch im therapeutischen Bereich, im administrativen Bereich, in allen Bereichen, die uns heute begegnen, mhm, im Gesundheitssektor, ist sehr rar geworden. Und da die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die genau auch kulturell zu mir passen, mhm,
Also nicht nur von ihrer formalen Qualifikation, sondern auch zu meiner Unternehmenskultur, zu meiner Wertekultur, zu meiner Führungskultur, das, was tatsächlich in dem Unternehmen gelebt wird, das ist nicht einfach. Und gute Führungskräfte setzen ihre Energie genau da rein, die richtigen Menschen für die wichtigen Aufgaben zu finden. Okay, verstehe. Das klingt so ein bisschen, erinnert das mich an ein paar Weisheiten oder Führungsprinzipien, die ich auch bei Peter Drucker mal gelesen habe. Dann vielleicht nochmal eine Frage. Der Volksmund sagt ja, der Fisch stinkt vom Kopf. Und du hast ja viele Unternehmen begleitet in den ganzen Jahren. Würdest du sagen, dass im Bereich von Klinikunternehmen, Pflegeunternehmen schlechte Führung auf der ganz obersten Ebene runterkaskadiert? Wirkt sich das aus oder sind die Unternehmen, zumindest Klinikunternehmen, teilweise so komplex, dass selbst wenn die oberste Führungsebene, sagen wir mal, eher durch schlechte Führung sich auszeichnet, es nicht zwingend auf allen Ebenen so sein muss? Oder hat das immer einen Effekt von oben nach unten? Die Frage ist, wie definieren wir schlechte Führung? Der Fisch stinkt vom Kopf ist natürlich eine krasse Aussage. Und die darauf hinweist, dass es Probleme an der Stelle gibt. Mhm. Ja, was mir häufig begegnet, sind Führungskräfte, die auf der ersten oder zweiten Führungsebene, die herausragende Fachexperten sind. Mhm. Unbestritten herausragende Fachexperten sind. Aber auf der kommunikativen Ebene, auf der Ebene, wie gewinne ich Menschen, wie kommuniziere ich mit Menschen, wie vermittle ich das, was mir wichtig ist als Führungskraft, wie sorge ich für Umsetzung, wie sorge ich für kluge Entscheidungen, defizitär sind. Und das wirkt sich immer auf den Unternehmenserfolg aus. Sie können keine Klinik, Sie können keine Pflegeeinrichtung alleine führen. Du brauchst immer die Mannschaft dafür. Mhm. Und diese Mannschaft zu orchestrieren und als Dirigent dieser Mannschaft zu wirken, das ist die große Kunst. Und wenn du solche Führungskräfte in einer Unternehmung hast, dann hast du in der Regel auch eine größere Zahl an Konflikten. Mhm. Entweder auf der Ebene zwischen erster, zweiter Führungsebene oder innerhalb der ersten Führungsebene oder an den Schnittstellen, weil die Prozesse und die Strukturen nicht klar definiert sind, die Verantwortlichkeiten nicht klar definiert sind, es keine einheitliche Führungsphilosophie im Haus gibt und jeder nach bestem Wissen und Gewissen führt. Und wir wissen ja, dein Gewissen kann ein anderes Gewissen sein oder wird ein anderes Gewissen sein und ein anderes Wissen sein als meins. Mhm. Und du gehst davon aus, dass du das für dich alles richtig machst und ich gehe davon aus, dass ich das für mich alles richtig mache. Und das bedeutet aber noch lange nicht, dass wir dann in gemeinsamer Abstimmung und eine gemeinsame Wertebasis darüber haben. Mhm. Und in solchen Häusern haben Führungskräfte dann oft eine vermehrte Zahl an Konflikten, die sich natürlich leistungsmindernd und am Ende dann auch ergebnismindernd auszahlen. Ja, okay. Das ist indirekt im Prinzip ein Plädoyer dafür, dass all die Personen, die in Führungsverantwortung sind, auch mit den entsprechenden Kompetenzen ausgestattet werden sollten. Also systematische Entwicklung von Führungskompetenz. Jetzt ist es ja so, wir haben ja überwiegend die Fachexperten, hast du ja gerade gesagt. Hast du einen Wert oder eine Erfahrung, wie viel Prozent der Fachexperten, die in Führungsverantwortung sind, lassen sich mit Führungskompetenzen ausstatten, wenn sie durch eine systematische Schulung gehen? Gibt es da auch sozusagen welche, denen kann man nicht helfen. Also die sind quasi nicht mit Führung trainierbar, also können es nicht erlernen. Oder kann man bei jedem zumindest sagen,
wenn er jetzt alles falsch macht, dann kann man es auf ein erträgliches Maß reduzieren? Das ist eine komplexe Frage. Also ich würde zunächst einmal davon ausgehen, dass wenn Menschen, und das sind ja kluge Menschen, die an dieser Stelle sind, ja, eine Führungskraft in einer Klinik oder einem Pflegeunternehmen ist in jedem Fall ein kluger Mensch auf der Wissensebene und hat lange Jahre an Ausbildung, an Fachausbildung, gegebenenfalls an Studium, an Erwerb von Teilgebietsbezeichnungen im ärztlichen Sektor und hat viele Jahre hart dafür gearbeitet, um dahin zu kommen. Niemand wird ohne Fachexpertise Geschäftsführerin oder Geschäftsführer. Niemand wird ohne entsprechende Fachexpertise Chefärztin oder Chefarzt. Mhm. Und das setzt jahrelanges Training und jahrelangen Wissenserwerb in diesem Bereich voraus. Von daher gehe ich eigentlich immer davon aus, dass Menschen, die gewohnt sind, Wissen zu erwerben und das auch umzusetzen, zumindest bis zu einem Grad dann auch in der Lage sind, Führungskompetenzen aufzubauen. Jetzt wissen wir, dass aus der Verhaltensforschung, aus der Psychologie, dass so die Persönlichkeit sich eigentlich abschließend bis zum 20. Lebensjahr bildet und dass danach die Weiterentwicklung der Persönlichkeit, die Selbstentwicklung zumindest nicht einfacher wird. Und das für jeden zumindest bedeutet, ich erkenne für mich, dass ich mich in einem Bereich weiterentwickeln muss und möchte das auch. Und ich mache mich da auf den Weg. Entweder ich suche mir in meinem Unternehmen oder außerhalb meines Unternehmens jemanden, bei dem ich erkenne, diese Person macht vieles richtig im Bereich der Führung. Sie nimmt die Menschen mit, sie trifft kluge Entscheidungen, sie führt das Unternehmen gut. Diese Person nehme ich mir als Beispiel. Mhm. Und versuche mir in Anführungszeichen abzuschauen, wie diese Person führt. Und versuche das für mich zu adaptieren. Das gelingt bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Die zweite Möglichkeit ist, ich besuche Seminare und lese viele Bücher zu dem Thema. Das führt zumindest zu Wissensaufbau, hat allerdings den Nachteil, es bleibt in der Regel immer theoretisch. Und vielen gelingt die Umsetzung nicht. Mhm. Dritte Möglichkeit ist, ich habe jemanden im Haus, der mich positiv begleitet, mit dem ich mich darüber austauschen kann, wie ich führe, wie ich Projekte oder Bereiche weiterentwickle, wie ich Entscheidungen treffe, wie ich auftrete und kommuniziere, wie ich Menschen gewinne, wie ich mich in unterschiedlichen Situationen verhalte und wo ich weiß, diese Person ist mir wohlwollend gegenüber eingestellt und mit der kann ich das reflektieren. Mhm. Okay. Das bringt mich in jedem Fall weiter. Ja. Und die letzte Möglichkeit ist, ich suche mir eine Einzelperson oder eine Gruppe, in der ich meine Fragestellungen zu dem Thema reflektiere und die systematisch mit mir am Kompetenzaufbau im Bereich Führung, Entscheidungsfindung, Entscheidungen treffen und Weiterentwicklung meiner Kompetenzen auch im Konfliktbereich mit mir arbeite. Es gibt Hoffnung. Das ist schon mal eine gute Sache. Also man kann es hinbekommen. Ja, aber es geht nicht ohne die Bereitschaft der jeweiligen Person. Mhm.
Okay, Also mir begegnet das in der Praxis häufig, dass ich einen Anruf kriege von jemandem aus der ersten Führungsebene, wo es dann auf der zweiten Führungsebene im Haus zu Auffälligkeiten, ich formuliere das mal neutral, Auffälligkeiten gekommen ist. Und die Fragestellung ist, können Sie sich mal um Frau oder Herr X kümmern? Das und das und das erleben wir als ausbaufähig und so ja, weiter. Das sind die sogenannten geschickten Fälle. Ja, so nennen wir das. Wenn Herr Praxis. Oder Frau X kein Interesse hat, dann wird es auch nichts. Ne? Dann wird das schwierig. Okay, ja. Verstehe. Ja, gut. Dann nochmal eine andere Frage. Krankenhäuser haben ja gerade aktuell super viele Themen zu bewältigen. Und häufig bleiben aber einige Themen auf der Strecke oder kommen zumindest nicht richtig voran. Warum hakt es aus deiner Sicht bei der Umsetzung so häufig? Und warum gehen viele Themen einfach nur langsam voran? Was fehlt da? Also ich kann in jedem Haus, auch abhängig von der Größe, nur eine bestimmte Anzahl an Themen gleichzeitig verfolgen. Das heißt, jede Führungskraft oder jedes Führungsteam kann nur eine begrenzte Anzahl an Themen vorantreiben. Und dann ist es insbesondere im Klinikbereich natürlich so, dass wir immer auch Themen extern gesetzt bekommen. Jetzt zum Beispiel das Krankenhauszukunftsgesetz, die Milliarden, die an Fördermitteln zur Verfügung stehen, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt abgerufen und auch umgesetzt werden müssen in Projekten. Und jedes Haus, das berechtigterweise für sich als Chance erkennt und seinen Fokus darauf legt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass jedes Haus natürlich dann immer sowohl auf der Positionierungsebene der in den Bereichen Medizinstrategie, Umsetzung von Medizinstrategien, sektorübergreifenden Versorgungsmodellen, all die Themen, die uns da begleiten, also so Nebenthemen hat, die sehr komplex sind. Und wenn ich davon mehrere habe, dann kann ich das nur als Führungskraft kapazitätsbedingt immer nur punktuell vorantreiben. Und daran hapert es oft. Was vielen eine Hilfe ist, ist, wenn ich einen Kreis von Menschen um mich habe, außerhalb des Hauses, die in ähnlichen Führungssituationen wie ich tätig sind, mit denen ich gemeinsam diese Fragestellung reflektieren kann, wo ich immer wieder meinen eigenen Nordstern für mich finde und wo ich ein ehrliches Feedback kriege und dann mich neu darauf ausrichten kann, auch tatsächlich an den Themen zu arbeiten, die jetzt nicht nur dringlich sind, sondern die wichtig sind, um das Klinikunternehmen oder das Pflegeunternehmen auch tatsächlich voranzubringen. Nordstern ist ein gutes Stichwort. Ich weiß aus unseren Vorgesprächen, du führst ja für Unternehmer und Geschäftsführer in der Pflegebranche bereits erfolgreich eine sogenannte Mastermind-Gruppe durch. Könntest du vielleicht mal so in 2, 3 Sätzen erklären, was überhaupt eine Mastermind ist und auch, glaube ich, ganz interessant, wie insbesondere Geschäftsführer und Vorstände von Krankenhäusern vielleicht auch davon profitieren könnten? Also die Mastermind-Gruppen, die ich durchführe, oder die, in denen ich auf der anderen Seite auch selbst Mitglied bin, sind Gruppen von Führungskräften, die in einem Sektor, zum Beispiel Pflegebranche oder Klinikbranche, tätig sind und die quasi auf einer Führungsebene stehen, entweder erste oder zweite Führungsebene, die nicht miteinander im Wettbewerb stehen, die aber im Grunde alle ähnliche Herausforderungen haben. Und die Gruppen sind in der Regel 8 bis 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer groß. Wir treffen uns 3 bis 4 Mal im Jahr, persönlich über 1,5 Tage, dazwischen virtuell, und arbeiten intensiv
an den Herausforderungen der Teilnehmer. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer benennen in der Gruppe ihre aktuellen größten Herausforderungen, machen Vorschläge oder Optionen, wie sie sich vorstellen, damit umzugehen und holen sich das Feedback aus der Gruppe. Und das Interessante ist, in der Regel ist immer jemand dabei, immer, der genau eine solche Situation selbst schon erlebt hat, durchgelitten oder erfolgreich bewältigt hat und Hinweise geben kann, die die Teilnehmerin oder den Teilnehmer, der genau jetzt diese Herausforderung hat, dann auch dazu veranlasst zu sagen, oh, das hilft mir aber jetzt weiter. Ich brauche das Rad nicht neu erfinden. Das erweitert meinen Horizont und so könnte ich vorgehen. Und genau das reflektieren wir miteinander. Okay. Und das heißt, es häufig führen Herausforderungen oder auch Konflikte zu einer Verengung des eigenen Blickfeldes und zu einer Verringerung der Lösungsmöglichkeiten. Und wenn wir Projekte erfolgreich bewältigen wollen oder Konflikte erfolgreich klären wollen, brauchen wir genau das andere. Wir brauchen ein Mehr an Optionen, aus denen wir dann die vielleicht ein, zwei besten Optionen auswählen können und diese dann verfolgen. Und genau das erreichen wir mit Mastermind-Gruppen. Und weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht im direkten Wettbewerb miteinander stehen, gibt es keine Politik, also keine Mikropolitik, keine Makropolitik. Es herrscht eine strikte Vertraulichkeit, aus der Gruppe geht nichts raus. Ich habe in vielen Jahren nie erlebt, dass da was rausgegangen ist. Darauf kann sich jede und jeder verlassen. Und es ist sehr ehrlich. Ja. Die sagen sich auch einmal untereinander, das geht eigentlich überhaupt nicht. Oder du kneifst. Ja, okay. Also es ist auf jeden Fall offenbar sehr viel nachhaltiger und tiefer gehender als jetzt ein Kongresspläuschen in der Kaffeepause offenbar. Ne? Damit kann man es gar nicht vergleichen. Ne? Nein, überhaupt nicht vergleichbar damit. Ja, weil es immer ein Commitment auf Zeit ist, in der Regel über ein Jahr. Und die Erfahrung zeigt, dass viele 2, 3 Jahre dabei bleiben oder auch länger. Eine sehr vertraute Runde. So sehr vertraut auch, ne? Sind und dann auch untereinander anfangen, sich gegenseitig zu unterstützen. Was nochmal interessant wäre, jetzt nochmal bezogen auf meinen Kern, auch nochmal super erklärt übrigens, Geschäftsführer und Vorstände von Krankenhäusern. Wie gesagt, Pflege machst du ja schon. Inwiefern profitieren die von, sagen wir mal, so einem externen Rahmen, auch eben mit eigentlich gleich Leuten in gleicher Verantwortung versus sie versuchen, die Probleme von innen heraus zu lösen, aus ihrem Unternehmen oder nur mit sich selbst oder vielleicht nur mit einem Berater. Gibst du da Vorteile in diesem Setting, was du ja gerade beschrieben hast, mit dieser Mastermind? Ja, in jedem Fall, weil auf Kongressen, das hast du ja selbst gesagt, bleibt vieles an der Oberfläche. Ich tausche mich mit Kolleginnen und Kollegen aus. Wir erzählen uns auch ein bisschen was, aber so richtig in die Karten gucken lassen wollen wir uns natürlich auch nicht. Das habe ich auch in meiner eigenen Praxis als Geschäftsführer selten getan. Es bleibt auf einer gewissen Ebene. Mit den Kolleginnen und Kollegen im direkten Umfeld, mit denen ich im Wettbewerb stehe, ist das natürlich auch schwierig und auch innerhalb der Führungsmannschaft eines Hauses ist das nur bedingt möglich, weil niemand will sich erstmal primär eine Blöße geben. Ehrlichkeit ja. Hilft immer weiter, aber es gibt auf der Ebene verständlicherweise auch hin und wieder Grenzen von dem, was ich von mir oder vom Fortschritt dessen, woran ich gerade dran bin, innerhalb des Hauses oder auch nach außen gerne kundtun möchte. Ja. Und gerade da ist es natürlich wie ein Booster für mich, wenn ich eine Gruppe von Menschen habe, die in vor ähnlichen Herausforderungen stehen, an ganz anderer Stelle, an ganz anderen Orten, vielleicht für ganz andere Pfleger tätig sind. Ich merke auf einmal, das, was ich hier erlebe, erleben die in ähnlicher Form auch oder haben die erlebt. Ja. Oder die stehen vor genau den gleichen Fragestellungen. Also das relativiert erstmal das, wovor ich stehe.
Ja, und dann können wir gemeinsam gegebenenfalls auch Möglichkeiten entwickeln, wie kann ich jetzt damit umgehen, wie treibe ich das Thema weiter, wie positioniere ich, welches Angebot, wen kannst du mir empfehlen, wer mir da weiterhilft, welche Erfahrung hast du mit dem Beratungsunternehmen oder mit dem Berater oder mit der Beraterin X gemacht, das ist ausgesprochen hilfreich. Verstehe, was ich auch gut finde. Kein Berater oder kein interner Mitarbeiter, der sich irgendwie um seine Position gegenüber einem, der einen Rat anfragt, muss beachtet werden. Also wie du schon gesagt hast, politiksfrei, ne? Wirklich ungefiltertes, ehrliches Feedback. Ist ein cooles Thema, finde ich sehr interessant. Ich würde vorschlagen, lass uns mal drüber nachdenken, ob wir das vielleicht nochmal in einer separaten Folge vertiefen. Also das klingt sehr spannend. Cool. Dann nochmal jetzt eine Frage zu deinen Einsätzen als Konfliktmanager und Mediator in Krankenhäusern und Pflegeunternehmen. Hat sich eigentlich die Zahl der Konflikte, hat die wirklich zugenommen oder ist einfach vielleicht unsere Aufmerksamkeit für Konflikte gestiegen oder gibt es vielleicht noch ganz andere Gründe dafür? Weil ich habe schon die Wahrnehmung, es geht häufiger um Konflikte aktuell oder in den letzten Jahren schon. Also ich glaube, es hat immer Konflikte gegeben. Und die Führungskultur in den Häusern hat sich verändert. Wenn wir den Klinikbereich nehmen oder auch Pflegeunternehmen, haben wir es ja mit Institutionen zu tun, die traditionell sehr hierarchisch organisiert sind. Mhm. Ich habe eine, zum Beispiel, wenn wir den Klinikbereich nehmen, habe ich eine ganz strenge Hierarchie. Und durch die Strukturen, die in den letzten Jahren in die Kliniken reingekommen sind, also abteilungsübergreifende Versorgungskonzepte, ja, Zentrenbildung, sektorübergreifende Versorgungsmodelle, hat sich natürlich die Zahl der Führungspersonen insgesamt, weil sich die Bereiche tendenziell verkleinert haben, die jeweiligen Abteilungen verkleinert haben, weil wir Spezialisierung erleben. Früher hatten wir eine Chirurgie, heute haben wir 3, 4, 5 chirurgische Abteilungen im Haus mittlerer Größe. Und dann haben wir auch 3, 4, 5 Leiter dieser Abteilung oder Leiterin dieser Abteilung in einem Haus. Mhm. Völlig normal. Und dann haben wir mehr Schnittstellen. Und immer dann, wenn wir mehr Schnittstellen haben, gibt es auch potenziell mehr Konflikte. Weil gerade an diesen Schnittstellen ist die Konfliktanfälligkeit besonders hoch. Das Zweite ist, der Druck auf die Wirtschaftlichkeit in den Institutionen hat in den vergangenen Jahren nochmal deutlich zugenommen. Mhm. Das DRG-System als solches ist in der Regel für viele Leistungen nicht auskömmlich. Der Rettungsschirm, Corona-Rettungsschirm, hat das jetzt in der Pandemie ein Stück zugedeckt. Der läuft jetzt aber aus und die Zukunft ist ungewiss. Und ich muss natürlich systembedingt im DRG-Bereich, der dafür eigentlich gar nicht vorgesehen ist, Überschüsse erwirtschaften, damit ich Investitionen in meinem Haus tätigen kann, weil die Länder, die Bundesländer ihren Investitionsverpflichtungen im Rahmen der dualen Finanzierung nicht nachkommen. Das erhöht den Druck natürlich. Mhm. Und dann erhöht es natürlich den Druck, dass ich in der Regel nicht ausreichend Fachkräfte für spezielle Aufgaben finde oder für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus meinem Unternehmen ausgeschieden sind. Und das bedingt, dass ich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter beschäftige, die ich, wenn ich die Wahl hätte und auf dem Markt der Möglichkeiten von Fachkräften eine große Auswahl hätte, vielleicht nicht mehr weiter beschäftigen würde. Mhm. Und auch das erhöht die Konflikte. Und was wir natürlich auch feststellen müssen, die Zahl der Veränderungen, die von außen auf die
Einrichtungen im Pflegebereich und im Klinikbereich einprasseln. Stichwort spanische Gesetze. Jeder im Klinik- und im Pflegebereich weiß, wovon ich rede. Ja, also Gesetze am Fließband, die von außen Veränderungen, Weiterentwicklungen, 180-Grad-Wendungen erzwingen, stellen die Organisation, bei denen es ja um die Versorgung von Pflegebedürftigen, Hilfsbedürftigen oder kranken Menschen geht, ja, und nicht um dauernde Systemanpassung. Der Zweck ist ja ein völlig anderer. Vor hohe Herausforderungen, dann kommt es zu Konflikten und ja, die muss ich bearbeiten. Und wenn ich sie nicht bearbeite, holen sie mich ein. Ja, nur wenige Konflikte erledigen sich von selbst. Ja, ist plausibel, nachvollziehbar. Vielen Dank. Zeigt nochmal die ganzen Punkte, die du heute gemacht hast, Ludger, dass der Führungsjob im Krankenhaus und auch in den Pflegeunternehmen, gerade auf der ersten Ebene, schon sehr herausfordernd ist. Zum Abschluss würde ich dich bitten, nochmal eine Zukunftsprognose abzugeben, und zwar ganz kompakt. Was sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten Zukunftsthemen für Kliniken und auch für Pflegeunternehmen in den nächsten 5 Jahren? Hast du da eine Idee? Ob es die drei wichtigsten werden, weiß ich jetzt nicht. Ich würde das gerne ein Stück getrennt sehen, aber auch es gibt gemeinsame Themen für Kliniken und Pflegeunternehmen, wenn wir den Kliniksektor nehmen. Mhm. Natürlich das Thema digitale Transformation, wobei digitale Transformation für mich persönlich kein reines Technikthema ist, sondern durch die digitale Transformation verändern sich Prozesse, verändert sich Führung, verändert sich der Anspruch an Führung und verändert sich natürlich auch die Erwartungshaltung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also digitale Transformation hoffentlich immer zum Nutzen von Patientinnen und Patienten und zum Nutzen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um ein Haus leistungsfähiger zu machen, ist ein Thema. Das zweite Thema wird sein, aus meiner Sicht, wie gestalten wir zukünftig die Kliniklandschaft in Deutschland? Wir haben jetzt rund 1900 Krankenhäuser. Viele sind der Auffassung, ich übrigens auch, dass nicht jedes Haus unbedingt bedarfsgerecht und bedarfsnotwendig ist. Entweder das eine oder das andere. Und insbesondere die Politik ist aufgefordert, hier Entscheidungen zu treffen, wie die Kliniklandschaft zukünftig in Deutschland aussehen soll, damit wir auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der Entwicklung ländlicher Raum, Ballungszentren hier zukünftig weiterhin ein hochqualifiziertes und vor allen Dingen auch finanzierbares Gesundheitssystem sowohl im ambulanten als auch im stationären Sektor dann auch vorhalten können. Das waren jetzt zwei Themen. Das dritte Thema ist natürlich, daraus erwächst eine Führungskomplexität in den Häusern. Ich muss die Menschen mitnehmen. Wenn ich die Menschen nicht mitnehme, werde ich die Fachkräftefrage in jedem Fall verlieren. Jede Fachkraft, jeder Mitarbeiter, der in einer Klinik oder auch im Pflegeunternehmen tätig ist, kann sich heute das Haus aussuchen. Wenn es mir am Standort A nicht gefällt, gehe ich, klopfe am Standort B an und kann morgen anfangen. Ja. Und das heißt, der Markt hat sich hier vollkommen verändert und die Herausforderung für die Führungskräfte wird sein, wie binde ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mein Unternehmen, weil binden geht nach meiner Erfahrung immer vor gewinnen und ist im Übrigen nicht nur einfacher, sondern am Ende auch wirtschaftlicher. Das war der Kliniksektor. Und im Pflegesektor erleben wir derzeit ein starkes Wachstum, insbesondere im ambulanten Sektor. Dieses Wachstum ist stark nachfragegetrieben. Die ursprünglichen Anbietergruppen, frei gemeinnützig, öffentlich-rechtlich und privat, verschieben sich zunehmend zugunsten des privaten Sektors, der im Übrigen sehr stark Private Equity getrieben ist. Und das verändert den Markt natürlich nachhaltig. Und hier ist, glaube ich, die größte Herausforderung die Finanzierbarkeit der Angebote und die Umsetzung dieser Angebote
auch in den kommenden 5 Jahren hinzubekommen. Und für jedes Pflegeunternehmen stellt sich genauso wie für jedes Klinikunternehmen die Frage der Fachkraftgewinnung. Und für die Pflegeunternehmen kommt erschwerend hinzu, dass wir ja keine Ausbildung mehr im Bereich der Altenpflege haben, sondern jetzt eine generalisierte Pflegeausbildung, wo viele Expertinnen und Experten davon ausgehen, dass insbesondere das für die Pflegeunternehmen schwerer wird, zukünftig Fachkräfte zu gewinnen, und ohne eine entsprechende Anzahl an Fachkräften in den stationären Bereichen, habe ich ja sogar eine Fachkraftquote, kann ich halt bestimmte Leistungen nicht mehr erbringen. Oder ich muss mit einer Minderbelegung fahren, was dann die wirtschaftlichen Herausforderungen für die Häuser erhöht. Also das wird schwierig. Und auch hier stehen wir vor der Herausforderung gesellschaftlich. Die Pflegeversicherung insgesamt ist nur eine Teilkaskoversicherung. Mhm. Und kein Politikerin, kein Politiker, zumindest nicht von den Verantwortlichen, sagt das auch ganz laut. Und wie wir die Angebote in dem Bereich, die in den letzten Jahren unter deutlichen Kostensteigerungen eigentlich gestanden haben, wie wir die für die breite Masse der Bevölkerung, für jeden, der davon betroffen ist, auch bezahlbar halten. Okay. Ja, vielen Dank für diese Einblicke und das Teilen deiner Expertise. Echt spannende Insights. Verrate den Hörern doch bitte abschließend noch, wo sie dich im Internet finden können. Ganz einfach auf LinkedIn oder auf Xing unter Ludger Dabrock oder auf meinen Websites. Die eine Website ist dabrock-consulting.de oder ganz einfach unter unserer Angebotswebsite, der Webseite chefvisite.de. Okay, super. Vielen Dank, Ludger, dass du dabei warst. Ganz herzlichen Dank, Lars. Auch dir als Hörer danke ich für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Bis bald, dein Lars Holdorf. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du als Geschäftsführer, Pflegedirektor oder Personalleiter wissen möchtest, wo euer Haus im Vergleich zu anderen bei der Auslandsrekrutierung steht, welche aktuellen Markttrends du kennen solltest und ob es auch für euch noch Stellschrauben gibt, mit denen ihr bei ausländischen Ärzten und Pflegekräften noch mehr Nachhaltigkeit und Mitarbeiterbindung erreicht, dann sichere dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch mit Dr. Lars Holdorf. Geh dazu jetzt einfach auf www.drholdorf.de/termin und frage einen kostenlosen Gesprächstermin an.